So. Fortschritt heißt speichern. Fortschritt heißt immer speichern. So. Wo wollen wir denn hin? Können wir eigentlich schnell reisen? Doch, wir können hier direkt einen Ortswechsel machen. Ich muss gar nicht raus. Wir könnten ja... wir können mit unserer... Ich mag das ja, wenn... Das sind ja hier Originalbildaufnahmen. Alles gut. Da können wir nicht mehr hin. Okay. And now for the day's news. Our top story today comes straight from the tough and tumble neighborhood. So, können wir bei ihm noch was machen? Ich dachte, wir könnten mit dem Typen reden. Hier können wir auch nichts machen. Hier können wir gar nichts tun. Da kommen wir nicht hin. Hier ist nichts. Dann machen wir mal zum Polizisten. Komm in! Ah, jetzt ist er freundlicher, ja? Na okay, ist nicht freundlicher. Ah, warte mal, hier. I met Special Agent Winslow in McGinney's bar. If he's the best the FBI has to offer you, well, you're in a whole lot of trouble. What the hell was he doing in McGinney's bar? Oh, pressing the palms of the less fortunate for when he runs for mayor? I said he was working undercover, trying to track down a lead on the torso killer. He stood out like a sore thumb. He's about as likely to find the killer in McGinty's as my grandmother is to win the Kentucky Derby. Pass auf, und seine Großmutter wird das Kentucky Derby gewinnen. Aber wir haben hier nichts weiter. Können wir hier? Nee, wir können auch... Doch, hier. Also wir können hier immer wieder ins Buch reingucken. Okay. So. Aber hier ist auch nichts weiter. Yes. Sorry to bother you, sir. Not at all, Mr. Pearson. Come right in. Erstmal schön stramm stehen. Okay, er hat aber nichts, was wir mit ihm besprechen können. Okay, weiter geht's. Wo, Quatsch. Da. Ortswechsel. Mr. Fenster? Yeah. Aber ich finde, den Bluescreen haben sie richtig gut gemacht, ja. Also, dass er, oder Greenscreen, dass gut stimmig rüberkommt mit den 3D und mit den 2D. Aber er hat auch nichts weiter. Okay, dann. Gehen wir mal ins Büro. When I arrived back at my office, there was another message from the museum. Musik hängt. Whatever had been going on between Walter Penske and Dr. Strauss. Seemed to be pretty important to both of them. Since I didn't have any more leads on my own investigation, and since Strauss's name did appear on the FBI's blacklist, along with Hank Finster's, I thought I might as well check into it. Okay, gut, ich dachte schon, aber hier ist irgendwas hängen geblieben gerade. Miss Helen Strauss rief an, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Vater für die nächsten paar Wochen außer Landes ist. Sie wäre jedoch dazu bereit, selbst einen Blick auf die Kunstgegenstände zu werfen, wenn Sie dies wünschen. Sie können sie im Stadtmuseum telefonisch erreichen. Oh. Rothaar. Essen im Büro. Are you Miss Strauss? I'm Helen Strauss. Hi, how do you do? I'm Jim Pearson from the COI. I came across your name at work. Aufgewühlt gerade. I was hoping, I was hoping you might be able to help me. I'd love to. That is, if I can. Das ist ein bisschen... Mag das eine Erscheinung von unserem alter Ego hier sein, dass sie so aufgeregt gerade ist, als sie ihn gesehen hatte? Ich gucke mich mal erstmal hier um. Was haben wir denn da? Eine Perlenkette. Sehr schön. Da immer noch die Perlenkette. Und da immer noch die Perlenkette. Okay.
steht da Rotfront und Reaktion zum Trutz unserem Führer. Ja, da ist ein halbes Hakenkreuz da. Kristallnacht, mein Kampf, alte Kämpfer der Stürme, Reich. Die Juden sind unser... Ja. Ist es jetzt der Ausruf einer inneren Überzeugung von dem Dr. Strauss oder ist es einfach eine Zusammenfassung historischer Elemente? Ja. Ich würde mal sagen, das ist eigene Meinung. Wobei, das ist nicht mal Meinung, das ist Verbrechen. Aber ich meine, man weiß, was ich meine. Okay, rausgehen wollen wir nicht. Ich drehe mich hier bloß noch um. Also, er hat ein sehr starkes Faible. Was ich mich frage, warum er dann nicht dort ist, wo er dann sein sollte. Ja? Hier ist auch nichts mehr. Reden wir mal mit der Dame. Fragen zu ihrem Vater. Erstmal fragen wir zum Spezialgebiet. What is it you do here, Helen? Well, I'm just a graduate student intern here now, but one day I'm going to run this museum, or one just like it anyway. They've got such a wonderful display of Central European artifacts from the Middle Ages. Well, that's my area of study, Central European history. And I'm sorry, I'm sure you're not interested in listening to me babble. I could so just go on and on about my work. Oh, that's okay, Professor. My father's the professor. And I just bet you're a chip off the old block. Da ist unter der Schminke hat man wahrscheinlich nicht gesehen, dass er gerade rot geworden ist. What is it exactly your father does, Helen? Why didn't Mr. Penske tell you? I'm afraid I've never met Mr. Penske. But don't you? I'm afraid I don't understand. Didn't Mr. Penske send you? I've replaced Mr. Penske. I found the message you left for him, and, well, I was hoping you might be able to tell me what he needed to see your father about. He wanted my father to examine some artifacts he'd found on an investigation of his. As far as I know, they never did meet. My father was called away suddenly on business, and I didn't want to leave Mr. Penske in the lurch. That's why I volunteered to help. If I could, of course. Ach, warte mal, sind das die... Das hier? Boah, ich brauch's bloß benutzen, ist gut. Do you suppose that these are the artifacts that Mr. Penske wanted to speak to your father about? Why, yes, I believe they are. Mr. Penske told my father there were inscriptions on them. These are runes. Norse runes, I'm sure of it. Norse runes? Norse. The ancient Scandinavians, the Swedes, the Danes, the Germans, you probably know of them as Vikings. We still see many of their roots today. For example, Wednesday is a derivative of Woden's Day or Odin's Day. Slow down, Professor. Are you trying to tell me that these runes are an ancient form of Germanic writing? Well, yes, that's right. The runes are a sort of alphabet. Some people also use the symbols to represent words, like the Egyptian hieroglyphics. These pieces look like they interlock somehow. Do you think you could help me figure out the order? Die Germanen kommen von Schweden. I'd love to. What about these parchments here? They're the same runes, aren't they? Yes, they are. Someone's already begun a translation of them. Nine gifts to Odin. That generally would have meant a sacrifice of some sort. A sacrifice? What sort of sacrifice? Usually a human sacrifice. The Vikings would choose nine strong men and hang them. Sometimes they'd behead them. As often as not, it merely meant an animal sacrifice. Go on. It's hard to tell. The sheets are just fragments. I'd need some time. All right. I'll check back later. Sie ist innerlich aufgewühlt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber sie ist innerlich aufgewühlt, oder? Also, er weiß ihr zu gefallen, glaube ich zumindest. Haben wir noch irgendwas anderes, was wir zeigen können? Die Waffe. Wollen wir die schwarze Liste zeigen? Ich glaube, das funktioniert nicht. Ah, okay. Wir zeigen die Akte. What do you make of this? Hmm.
I don't think I've ever heard of the Brotherhood of Thule before. I do seem to recall a group called the Thule Society, however. They were a secret society that became very popular with the German people after the Great War. Some people said they were a cabal of black magicians. Black magicians? You don't really believe that, do you? No. It's far more likely they met as an excuse to drink beer and talk about politics. They did have a great deal of influence on the German people, however. They were early proponents of German nationalism and Aryan superiority. And without the backing of the Thule Society, the Nazi Party probably would never have lasted. Yeah, wouldn't that have been a shame? What do you make of those symbols? Sie spielt mit den Fingern rum. These are runes, and that's their English translation beneath them. These crests are what really interests me, though. They're not the crests of traditional German aristocracy. Oh, wait a minute. What is it, Helen? I think I know where I've seen these before. What are you looking for? Aha! These are the crests of an ancient sect of Germanic knights. They posed as Christian soldiers. They still continued to worship the old Norse gods and gave human sacrifices to them. Herzog Ferdinand von Österreich. Kann ich mir die... Warte mal. Was ist das? Notizblock. Ich kann mir hier selber was reinschreiben? Warum habe ich hier Zettel? Ich kann mir hier Sachen reinschreiben. Symbole ruhen auf Einladung der Tugesellschaft. Oder er schreibt sich... Ist ja... Ich glaube, das Spiel geht länger. Ob wir hier... Wir haben Drachen. Finden wir hier einen Drachen? Nee, ne? Doch, hier. Ritter der Dreieinigkeit. Das größte Wappen ist das, wahrscheinlich vereint das alle anderen Wappen hier mit Intus, ne? Also es ist ein Drache mit einem Kreuz drin, ne? Warte mal. Das ist eine Kombination, oder das ist eine Kombination von mehreren. Hier oben ist es. Berüchtigter Tyrann und Hexenmeister, jetzt Wappen des Hochmeisters, der Ritter der Dreieinigkeit. Okay. Kann ich hier wieder... Ja, ja. Eventually, they were excommunicated by the Pope and forced into exile from Germany. I don't get it. So, how is it you know so much about these pagan knights? Well, I should know they're one of my father's pet projects. He's in the process of restoring a stained glass window with the crest of the officers of the sect even now. And I don't get it. What do those knights have to do with this invitation? Well, they're the same. The crests are the same. So, whoever these people are, this Brotherhood of Thule, they're modeling themselves after an ancient sect of pagan knights here in Cleveland? It sure seems that way. Okay. Wir haben sehr viel Informationen bekommen eigentlich. Und das alles nur, weil vor allem die Fälle, die laufen zusammen, ne? Weil das, was wir jetzt mit ihr besprochen haben, ist ja eigentlich der Input von unserem Vorgänger. Aber wir sind ja nur darauf gekommen, weil wir unseren eigenen Fall angefangen haben zu bearbeiten mit dieser Einladung. Ne? Die Runen und so weiter, die Runen, die Runen auch, aber die Wappen und so weiter sind ja in unserem Fall aufgetaucht. Okay, gut zu wissen. Können wir denn... Oh, wir haben wieder... Wir können nicht zu Sullivan. Warum können wir nicht zu dem? Aber wir können vielleicht zum FBI-Mann hier. Du.
Da hinten sitzt einer jetzt. Hä? Ich guck mal erstmal hier. Okay. Wahrscheinlich ist es unser Typ, den wir suchen. Nur diesmal ohne Bart. Der hat sich den Bart abrasieren lassen, weil da komme ich nicht hin. Nö, auch nicht. As his head count hits 7, the citizens of Cleveland raise their voices in protest. Meanwhile, the city police have been. Oder kann ich da hinten, warte mal, kann ich da hinlaufen? Vielleicht muss ich wieder so schräg laufen wie bei ihm hier, erstmal woanders hin. Das ist zu auffällig, dass da einer sitzt. Ach, kann ich doch. Meanwhile, in news from around the world, our boys at sea captured an Axis ship in Equatorial. Das ist der Vorarbeiter. Excuse me. I'm looking for a man named George Hansen. He used to be a foreman at the Finster Munitions Factory. Do you know where I might be able to find him? Who's asked? I'm Jim Pearson from the COI. I was told he might be able to help me find Louis. Louis? This is about the creep that gave Finster that piece of paper, right? That's right. So, you must be George. Yeah, I'm George. What can you tell me about this Louis? You have a last name? I suppose so, don't everybody? I don't know what it is, though, mister. Is Louis a friend of yours? That rat, I didn't know him from Adam a few weeks ago. How'd you meet him? Me and some of the fellas was in here blowing off steam after payday last month. This guy Louis was in here. He starts talking, I start to feel kind of bad for him. He says he's a little down and out right now, but all he needs is some prospects and he'll be back up on his feet again. I tell him I got some pull down at the factory. Maybe I can get him in to see Mr. Finster. Maybe he can get a job. He didn't ask him about a job, though, did he? Nah. He gets in there and starts talking out that secret brotherhood crap. Next thing I know, Louis headed out the door and Finster's busting his gasket. I lost my job, I lost my house, and I lost my wife, and it's all on account of that Louis. Do you have any idea where I might be able to find this Louis now? Oh, buddy, don't I wish. If I could find him, I'd break his lousy neck. Do you remember anything else about him? Nah. With the Pacific crisis, you said you were in here with your buddies. Would any of them remember anything? Hope that Caruso, I don't know. Japan's pinch hitter on the diplomatic I'll ask island, around, see if I can help you out. A military stop back later. Thanks, George. You've been a big also help. In Washington, a recent survey of 59 Midwestern. Tut einem aber ein bisschen leid, ja, dass er alles verloren hat wegen den Typen. Was haben wir denn hier hinten noch? Displayed surprising opinions. Oh, hier ist ein Telefon, da können wir hin. Newspaper head honchos reported that their communities were now overwhelmingly in favor of. Kann ich die Telefonnummer anklicken oder was? Swamps, Mark Sheehan, Butch, CLR. Das ist die gleiche Chose hier, ja? Aber hier, hätten wir das vorher schon feststellen können, wie der Code ist? Guck mal, hier CLR 471, CMF 127. Wahrscheinlich hätten wir es hier über rausfinden können. Hier ist Lou Fielding. Ist das der Typ? The lovable college Louis? Parking awoke 16 families residing in apartments above an Upper East Side store. CMR 259. Haben wir hier ein Telefon? Ja. Jerry left the burning building and collapsed. Es wird nicht einfach sein. Local doctor Jerry was revived. Give that dog a bit. Okay. Wir können. In local news. Das ist CMR, warte mal, das ist CMR 401, das ist die Bar. Ich schreibe mir das mal auf. Wenn schon so hochinformativ die Informationen hier rumlungern, ne? So CMR, CM, schön, dass es draufsteht, und R 259, 259. One word, friends. And finally, in sports today, the Barons extend their winning streak to 7 games by defeating the Washington Lions 3-0 in an American Hockey League game. And Namen eingeben? Reports from Indians management indicate that they are about to sign a 24-year-old Indian shortstop. Really? Smiling Lou Boudreau. Sorry to have bothered you. A 2-year contract to manage our hometown boys. If such a deal goes through, this would make Boudreau. Oder habe ich das falsch geschrieben? C.
M. We now return you to the magical melodies of Mel Fritz. Really? Well, sorry to have bothered you. Okay, was ist das da? Nix. Nö. Aber ich glaube, hier können wir dann auch so mal anrufen. Wie komme ich denn aus der Sicht wieder raus? Ah, hier. Ich will aus der Sicht raus. Ach so. Kommen wir da hinten auch hin? Nein. Die Musik ist cool. Vielleicht kann er uns da hinten noch was sagen. Nee, okay. Ortswechsel. Vielleicht dahin? Oh, hatten wir das nicht mehr? Do you mind if I have a look at your father's project? Sure, I don't see why not. Do you mind if I examine? Well, I won't do anything to get you into hot water with your father. I'll be very careful, I promise. Well, as long as you're careful, I guess it won't hurt anything. Na? Oh. Oh. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Ich kann hier auch gar nicht raus. Eieieiei. Wir können die Sache nicht rübertragen. Wir müssen echt Platz schaffen und drumherum legen. Ach, 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 ach. Lass mich raten. Ich muss wahrscheinlich das Ganze... Ist das jetzt nur ein... Ja, wie sieht das Fenster eigentlich aus? Wobei die Kante hier sehr gerade sauber aussieht. Ich glaube nicht, dass das... Obwohl... Ja, bloß kurz Platz schaffen. Oh, das wird kompliziert. Eieieiei. Wenn du keinen Platz hast. Ja, es sieht nach dem Wappen vorhin aus. Die Frage ist bloß, in welcher Konstellation. Ich versuche gerade mich nur zu erinnern. Da lang. Und denke mir, dass... ein bisschen hier aufmachen. Dass das Teil, was ich jetzt hier gerade habe... So. Ach nee, geht nicht. Das geht auch nicht. Nee, es passt gar nicht. Verdammt. Warte mal, ich muss wahrscheinlich... was ist das hier? Drei Einigkeitsritter aus Preußen vertrieben. Handel mit ausgezeichneten Essen und Bier besiegelt. Schloss Marienburg. Ruinen eines Herrenhauses. Meine Reise beginnt. Früher Flügel weist auf Besetzung durch R. von T. hin. Wahrscheinlich Thule. Ausgezeichneter Fries weist auf Besetzung durch R. und T. hin.
Fenster zuletzt hier gesehen, vor dem Fall von Habsburg. Fehlendes Fenster, vielversprechend, Nazi-Wachen abweisend. Aber wenn man sich das jetzt hier so durchliest und dass die Forschungsergebnisse von dem Strauß sind, dann klingt es nicht danach, als ob er den Nazis freundlich gesinnt ist. So, ich wollte aber hier gucken. Warte mal, wir haben doch bestimmt das hier, ne? Das würde aber bedeuten, dass es rund ist, das ganze Ding. Oder? Also das wird das Wappen sein. Aber ob das so als Wappen ist oder als Viereckfenster oder als richtiges Fenster, das kommt ja hier... Wobei, so wie das hier liegt, ist das wirklich nur dreieckig, richtig? Und die Teile scheinen ja auch gar nicht zu passen. Sehe ich gerade. Oh, was ist das hier? Nischt. Das müssen saubere Flammen sein. Okay, saubere Flammen. Das ist keine saubere Flamme hier. Das ist eine saubere Flamme, aber das Stück hier ist kein... Wie? Hä? Warum geht das jetzt? Ah, weil ich gezogen habe, Drag and Drop. Wenn ich den anklicke, kann ich... Toll. So. Ich glaube nicht, dass das so zusammenpasst. Die Dinger, wir brauchen eins, das sieht halt so. Oh. Wobei das könnte... Und so ist es dann nämlich gedacht, dass man das dann reinschiebt. So, könnte das Feuer dort passen? Warte mal. Das wird hier ein sehr großes, stark... Das könnte passen. Das wird ein großes Hin und Her hier werden. Das wird ein großes Hin und Her werden. Aber wir können die nicht drehen, ne? Gut. Weil bei Text konnten wir das ja auch noch drehen, das Ganze. So. Ne, kann man nicht drehen. Sehr gut. Das kommt hier unten dann später. Und das kommt hier zusammen. Wir bauen mal schon ein bisschen... Wir können es aber immer wieder kaputt machen. Schade. So. Das passt soweit. Wir bräuchten... Technisch würde es da gut passen, aber... Ist es aber wirklich das? Wir haben da zwei Wappen drauf auf dem Ding. Und hier ist bloß eins drauf. Ach du Gott. Aber da weiß man trotzdem nicht, wo man anfangen soll, ja? Auf alle Fälle muss ich das Ding, glaube ich, noch ein bisschen nach unten schieben. Ich glaube, das wird ein normales Fenster werden. Schade, dass es nicht so schön schnappert.
Boah, da müssen wir es wahrscheinlich genauso einsetzen wie. Wie geplant, so. Ach du Kacke. Na, nein, oder? Oh, das ist so mikroskopisch hier. So. Aber wir müssen noch ein bisschen tiefer. So. 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 Wieso passt der jetzt hier nicht? Weil der hier unten hinkommt. Dahin. Sie dürfen sich nicht überlappen, sonst kann man sie nicht ablegen. So. So, gucken wir mal. Also das kann jetzt so dauern. Das kann jetzt so wirklich dauern. Bis wir das hier gelöst haben. Wir müssen nämlich gucken, dass wir hier irgendwie das vor. Wo, warte mal, wir haben hier ein Schachbrettmuster. Also hier so ein grün-rot, schieß mich tot. Das ist das hier. Sowas in der Art haben wir da mit drin. Hier. Wir haben auch Flammen von der Seite. Und Flammen von oben. So, wir haben hier ein Stück, was theoretisch passen könnte und würde. Das taucht da, glaube ich, nicht auf. Nein. Mist. So, jetzt aber. So. Haben wir denn irgendwas, was wir hier oben drüber stellen könnten? Wahrscheinlich nicht. Irgendwas, was sich aber dort anbauen würde. Nee. Weißt du, dass es hier oben eine saubere Kante, einen sauberen Abschluss gibt? Sieht aber nicht danach aus. Oder dass die Flügel. Sind die Flügel überhaupt lang? Oder mache ich jetzt wieder zu viel? Eigentlich gehen die an der Seite und hören auf. Na, nachfolgende Sendung und so verschieben sich. Das kann dauern. Oder ist das wirklich so gedacht gewesen? Nicht, dass es so gedacht gewesen ist. Es passt ja eigentlich auch. Aber das Muster passt nicht, was sich da aufzeigt. Hier, das hier, das passt ja alles irgendwie nicht. Wobei. Aber die Stücke passen. Also das ist mit dem Passgenau schon ein bisschen kompliziert. Na komm, komm. Dann nehmen wir das nochmal weg. So. So. Können wir das jetzt hier drin platzieren?
natürlich nicht. Aber das... So, das würde darin passen. Aber nur rein von der Form, nicht vom Feuer. Das Feuer sieht kacke aus. Das meine ich wirklich so, das sieht kacke aus. Oder sind das... Nicht, dass das unterschiedliche Wappen sind. Das sieht hier aus wie eine obere Ecke. Das hier, das sieht wie eine obere Ecke aus. So, und dazu müsste es theoretisch eine grüne, schräge Kante geben. Haben wir aber nicht. So, die kann nicht, kann nicht gedreht werden. Nee. Tja. Tja, tja, tja. Was ist denn das, wenn es unterschiedliche sind? Na klar, was ist denn das, wenn es vier so eine kleinen sind? Oder fünf oder sechs, weil wir haben hier Karos drin. Warte mal, lass uns mal die Karos zusammensetzen. Vielleicht ist es doch einfach so, ne? Warte mal. Weißt du, vier, dass das hier aus vier von größeren sind. Der Platz wäre da und das sind unterschiedliche Muster. Denn wir haben hier ein Wappen, das ist auch wieder anders. Wo haben wir denn noch sowas Blaues? Hier, guck mal da. Können wir nicht machen, da gibt es wieder Überlagerung. Oh. So. Na komm. So, da brauchen wir hier ein schräges Stück. Das könnte das hier sein. Nee, das ist zu dick. So. Es ist zu dick. Oder gelb und rot. Unten gelb, oben rot. Haben wir sowas? Unten gelb, oben rot. Unten gelb, oben rot. Was? Das Stück, was links nur dünn blau ist, sonst gelb. Dünn blau. Das hier, ne? Warte mal. Name Darren. Da hast du vollkommen recht. So, und dann... Nee. Aber so wird ein Schuh draus. Scheiße, ich komme nicht tiefer. Nee, ich komme nicht tiefer. Ich ahne Schlimmes. Das eigentliche Puzzle besteht darin, das an der richtigen Stelle zusammenzusetzen, dass alle einzelnen Sachen hier irgendwie zusammenpassen. Das ist das wahre Puzzle. So, jetzt bauen wir hier noch irgendwie was Gelbes. Was Gelbes. Und hier das Muster habe ich auch nicht mehr. Wobei, wir haben sowas hier dann. Aber ich glaube nicht. Nee. Aber sowas haben wir hier.
Ich versuche mal an verschiedensten Stellen das fertig zu bauen hier irgendwie. Eieiei.